bin auf dem Weg nach Pforzheim aufs Happiness Festival. Böse Zungen würden behaupten, das ist der einzige Grund, nach Pforzheim zu fahren. Und wie immer ist alles nicht so wie geplant. Ich habe mal wieder alles auf den letzten Drücker gemacht. Ich habe meine fucking GoPro nicht gefunden. Ich habe nicht mal die Hose an, die ich eigentlich mir gestern schon bereitgelegt hatte für heute. Dieses Jahr wird es eine OG Festival Experience. Ich habe kein Auto mehr, weswegen ich im Zug sitze, was übrigens illegal ist. Es ist nicht erlaubt, hier mit diesem Rollerwagen in den Zug zu gehen, was ich wusste, aber ignoriert habe. Das ist bestimmt nicht unangenehm, jetzt hier gerade zu reden. Die größte Überwindung von allem ist natürlich einfach für mich, jetzt hier wieder ein YouTube-Video zu machen. Ich sag's, wie es ist. Die letzten Jahre waren nicht einfach. Aber waren die Jahre davor einfach? Nein. Ich habe immer gewartet auf das perfekte Comeback, auf den perfekten Moment. Und dann ist einfach natürlich nichts draus geworden, weil wie soll ich dann auf diesen Ansprüchen gerecht werden? Seit dem letzten Video sind so viele Dinge passiert in meinem Leben. Bin ich dadurch älter und weiser geworden? Ja. Habe ich das Gefühl, ich weiß jetzt, was ich tue? Nein. Ich höre jetzt mal auf zu reden, aber langsam wird's peinlich. Wir sehen uns in Karlsruhe. Nee, das war eine Lüge. Wir sehen uns in Pforzheim. Ich musste nur in Karlsruhe umsteigen. Und in Pforzheim habe ich dann wie in guten alten Zeiten vor dem Jormas auf Lena gewartet. Und weil ich den Moment ihrer Ankunft nicht verpassen wollte, habe ich jetzt 3,5 Minuten Aufnahme, wie ich so ein ehrenloses vegetarisches Frikadell-Sandwich in mich reindrücke. Njom. Ja, aber dann kam sie endlich an. Du bist heftig beladen, ja. Oh mein Gott. Sehr gut, der Trichter. Sehr gut. Krass. Krass. Oh mein Gott. Ich bin beeindruckt. Sieht so geil aus mit dem Trichter und dieser Bauchtasche. Hammer. Also wir haben es jetzt unter widrigen Umständen nach Pforzheim, Pforzheim geschafft erstmal. Und dann braucht man vom Pforzheimer Hauptbahnhof noch knackige 37 Minuten zur Haltestelle. Und jetzt laufen wir angeblich noch 10 Minuten. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Ich sag's euch, dieses Jahr einfach eine OG-Festival-Erfahrung wieder. Vor 4 Jahren, da war das eine andere Nummer. Da war ich noch dick in Game, da gab es noch VIP-Access, da hatte ich noch ein Auto. Das Ding ist, letztes Jahr waren die Bedingungen im Backstage-Bereich so gut, dass Lena und ich die gesamte Zeit nur im Backstage-Bereich saßen und gegessen haben und Artists angeguckt haben, so ein bisschen gelauscht haben, was so vor sich ging. Dieses Jahr haben wir diese Möglichkeit nicht, aber dadurch sind wir natürlich gezwungen, richtig Festival-Action zu machen. Dann. Ich bin auf dem Weg zum Bändchenstand und damit sind wir gleich da. Das sind Hühner! Hi. Oh mein Gott, das ist Fabian. Okay, nicht ablenken lassen. Oh, da sind Rehe. Oh, hallo Babys. Hi. Hallo. I can do it. Ich muss auch schon wieder pinkeln. Es ist so wahnsinnig wichtig, den richtigen Platz zum Campen zu finden. Wir sind jetzt hier an einem Spot, da ist sehr viel Platz. Aber ihr hört auch schon, warum hier so viel Platz ist. Hier ist so ein richtiges, lautes Ballermann-Männer-Camp hinter uns. Lena ist gerade nochmal losgelaufen und guckt nach einem besseren Spot, aber es ist natürlich schwierig. Wir sind jetzt hier schon an den unteren Campingplätzen. Die sind ganz gut. Wir sind ziemlich nah an den Dixies und auch am Gelände. Aber ja, hier müssen wir natürlich Tag und Nacht diese Musik ertragen. Ich meine, es geht noch, aber Lena gerade so, die sehen aus, als ob die bald Layla spielen. Und ich so, true. Ich kann hier nicht bleiben, hier wird EDM gespielt. Das geht gar nicht mehr. Also den richtigen Platz fürs Zelt zu suchen, ist, sei gewusst wie. Nicht zu nah an den Dixies, nicht zu weit weg von den Dixies und bloß auf die Nachbarn achtgeben. 20 Minuten später hatten wir dann endlich einen besseren Spot und haben angefangen, unser Camp aufzubauen. Das ist übrigens die einzige erfolgreiche Timelapse von diesem Festival. Bei allen anderen Aufbauten habe ich aus Versehen auf Slow-Mo gedrückt, statt auf Timelapse. Also, wenn ihr 20 Minuten Slow-Motion-Aufnahme wollt, wie wir ein Pavillon aufbauen, als Outtake oder so, sagt einfach Bescheid. Also, die erste 5-Minuten-Terrine ist gegessen, mein Zelt steht, unser Camp steht so halb. Gleich müssten Becky und Selina kommen und ich mache mich jetzt an den Aufbau eines Tarps. Ich habe mir so ein Zeltplan-Ding geholt,
als Ersatz für den Pavillon, den ich nicht mehr habe, weil der letzte Pavillon 2019 auf dem Sigit verloren gegangen ist. Ja, schauen wir mal. Lena hat als Architektin da großes Vertrauen in die Statik. Ich bin mir da ein bisschen unsicher, aber mit Lena an meiner Seite, glaube ich, kriegen wir es. Kein Problem. Das sind die Zugkräfte, die da wirken. An der Stelle kurzes Shoutout an diese Zeltplane, dieses Tarp. Das war nämlich der Shit. Ich habe das vorher auf noch keinem Festival gesehen und es ist einfach voll die gute Alternative zu einem Pavillon, wenn man nicht so viel tragen kann. Es ist nämlich viel leichter und kleiner. Aber jetzt genug unbezahlte Werbung. Buchstäblich 3 Minuten später kamen dann Becky und Selina an und ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Reunion. Ende der Welt von Happiness. Am Ende. Weil ihr, glaube ich, auf der anderen Seite geparkt? Ja, wir konnten gar nicht. Ah, war schon alles voll. Oh. Hallo. Hi, oh mein Gott. Hi, Leute. Nachdem wir erfolgreich unser Camp aufgebaut haben, sind wir dann alle nochmal zusammen an Selinas Auto gegangen und haben mit meinem Bollerwagen den Rest der Sachen geholt. Und auf dem Rückweg haben Lena und ich den fatalen Fehler gemacht, übers Gelände zurückzulaufen, weil es kürzer ist. Und dann mussten wir mit Gepäck durch diese Silent-Disco-Meute. Das war die absolute Reizüberflutung und ich weiß nicht, was dann passiert ist, aber plötzlich war es fast 3 Uhr und dann bin ich endlich schlafen gegangen. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, so lange jetzt wach zu bleiben, aber es ist jetzt wirklich Zeit für mich schlafen zu gehen. Ich freue mich, morgen auszuschlafen und ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Anreisetag. Wir haben einen Platz, wir haben ein schönes Camp. Morgen geht's richtig los. Guten Morgen, es ist Tag, kann man sagen Tag 1, nein, eigentlich sage ich Tag 2, das ist nicht mehr Tag 1. Für mich gibt es jetzt erstmal das Frühstück für Champions, das bedeutet, Müsli-Riegel, dieses Zeug hier und meine Antidepressiva. Danke dir. Ich Have you taken your meds today? Nein, natürlich nicht. First things first. Nach dem Frühstück mussten wir uns dann beeilen, um noch einkaufen zu gehen. Da wollen wir jetzt hin. Das ist das wahre VIP-Bändchen hier für den Penny Shuttle. So, extra nicht wow. So. Wow. Cool. Es gibt einen Penny Shuttle, aber der fährt nur bis 14 Uhr. Das war aber ein echt guter Service. Zu unserem Glück hielt der quasi direkt vor unserem Zelt und der bringt einen dann in etwa 10 Minuten zum nächsten Supermarkt. Ich freue mich so sehr, wenn ich schneide, dass ich kein einziges Logo verwechseln muss. Und ja, es hat alles noch zeitlich gepasst und als wir zurückgekommen sind, haben wir uns dann erstmal zur Belohnung mega eingeglitzert. Wir haben uns ziemlich hart eingeglitzert. Ich habe jetzt komplett den Prozess übersprungen. Morgen gibt es vielleicht hier ein Festival-Make-up, Timelapse oder so. Mal schauen. Wir haben wirklich alles dabei. Jegliche Art von Glitzer in jeglicher Form. Plus Abziehtattoos. Ja, ich glaube. Dieses nasse Papier um den Hals ist irgendwie sensorisch ein seltsames Gefühl. Aber das ist voll gut. Ja, wenn es sieht, ist es egal. Hell yeah. Sieht nice aus. Mein Bizeps ist einfach so voll gestern vom Tragen. So. Wir sind jetzt das erste Mal auf dem Weg zum Festivalgelände. Es wird Zeit. Weg zum ersten Konzert. Ja, eigentlich waren wir jetzt zu Lina Tura. Vorher ist aber noch Blumenbeet. Nein. Blumentopf, Blumenfeld, Blumengarten, Blumengarten! Ja. Ich freue mich voll. Ja. Ja, ich freue mich endlich. Jetzt geht's mal los hier. Stay hydrated. Da lässt die Flasche so einen Knopf. Dass man die Luft rauslassen kann, wenn man dran gezogen hat. It's a win. Bei der Bombe. Ich möchte bitte einmal, dass ihr ratet, was dieses Getränk gekostet hat. Ein Pina Colada in der Dose. 5,20. Dann geht auch so 7-8 Euro eher. 7. Ja, ihr habt tatsächlich recht, 7,50. Aber vielleicht schmeckt es. Aber dafür ist es sehr kalt. Oh, es geht los. Los? Ein bisschen vorgehen? Ja. Ein bisschen. Vielleicht ein bisschen mehr Stimmung noch vorne, ja. Aber ich würde auch nicht allzu weit nach vorne. Also solange wir im Schatten bleiben.
Das Nina Chuba-Konzert war richtig cool. Ich habe mich erst vor kurzem in ihre Musik reingehört und feiere ihr Album aber sehr. Und es war auch das erste Mal, dass ich sie live gesehen habe. Ich fand sie super sympathisch, sie sah insane gut aus. Es war wirklich sehr gute Stimmung. Und dann hat sie auch neue Songs gespielt, was ich total gefeiert habe. Und das war auf jeden Fall eins meiner Favorite-Konzerte vom Happiness Festival. Und nach dem Konzert musste ich mal kurz bei Selina Check-in machen. Selina, immer noch lässig als Festival-Erste. Wie war der erste Festivaltag? Very good, very good. Ich fühle mich voll im Interview jetzt. Wie war Nina Chuba? Und wie war die erste Nacht im Zelt überhaupt? Oh, schwierig, würde ich sagen. Ja, sehr, sehr schwierig. Aber wenigstens musst du heute nicht arbeiten. Ist so. 4 Stunden Schlaf, going strong. Ja, jetzt nächste Mission ist was zu essen holen. Looting. Nina, was hast du noch zu sagen für den heutigen Tag? Keine Termine. Ich bin so sehr freuen. Die Mission war erfolgreich. Es gab für mich richtig geile Halloumi-Pommes. Oh mein Gott, die waren wahnsinnig gut. Und danach haben wir ein bisschen die Abendsonne genossen. Die Golden Hour haben wir auch noch für so ein kurzes Instagram-Shooting. Das musste ja so sein. So. Und während wir so Bilder gemacht haben, kam random so ein Girl vorbei, was meinte so, oh, ich feiere deine Haare voll, können wir ein Bild zusammen machen? Und ich war so, klar. Und dann haben wir so kurz Bilder gemacht. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich was von ihren Cash-Plätze probieren darf, weil ich die unbedingt auch noch aus dem Festival ausprobieren wollte. Und ja, sie hat mich probieren lassen und die waren so lecker. Oh mein Gott. Ja, Shoutout an der Stelle, ich weiß gar nicht mal deinen Namen. Und dann sind wir zurück ins Camp, haben da noch einen kurzen Moment gechillt und dann sind wir wieder zurück aufs Gelände fürs Crow-Konzert. Crow habe ich früher richtig viel gehört, gerade so die Mixtapes und die ersten zwei Alben. Und ab dem True-Album war ich dann so ein bisschen raus, aber das Konzert war trotzdem ziemlich gut. Ich kannte halt doch richtig viel Musik und habe auch ein paar neue Sachen gehört, die ich gar nicht so schlecht fand. Also ja, ich habe es genossen, aber danach war ich so fertig, dass ich nichts mehr aufgenommen habe und dann sah ich am nächsten Tag so aus. Es ist der letzte Tag. Ich war gestern zu müde, um noch irgendeinen Abschlussbericht zu machen. Ich muss später noch erzählen, was gestern passiert ist. Wir hatten gestern einen ungewöhnlichen Vorfall im Camp mit einem fremden Mann und Nutella. Dazu später mehr. Der heutige Plan ist, zum einen die angekündigte extreme Gewitterwarnung zu überstehen. Ich muss mal ganz kurz zitieren. Am heutigen Samstagabend entwickeln sich schwere Gewitter mit schweren Sturmböen bis 100 km/h. Strichweise sind auch orkanartige Böen bis 110 km/h nicht ausgeschlossen. Zudem kann heftiger Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und insbesondere auch größerer Hagel mit Korngrößen von 2 bis 3 cm auftreten. Lena und ich hatten tatsächlich eine Wette abgeschlossen, weil der Wetterbericht hat null Regen oder irgendwas angesagt. Und Lena war sehr misstrauisch und gesagt, es gibt kein Festival oder Regen. Und dann haben wir um ein Essen gewettet und leider hat es tatsächlich vor 10 Minuten so ein kleines bisschen geregnet. Also ich habe die Wette verloren. Selbst Happiness hat gesagt, man soll die Pavillons abbauen, bevor man aufs Gelände geht. Was so der Fan die schlimmste Ansage der Welt ist. Wenn man dann sein Zuhause halb abbauen muss und seinen Schutz irgendwie verliert. Naja, schauen wir mal, was wird. Das erste Ziel, ich habe das Gefühl, ich lalle schon. Entweder lalle ich noch, weil ich noch nicht so wach bin, oder ich lalle schon, weil ich nur so ein kleines bisschen Baileys in meinen Kaffee geschüttet habe. Becky und ich gehen gleich an Duschtower. Duschtower ist ein bisschen euphemistisches Wort in dem Fall, weil es ist kalt, es ist öffentlich und man darf keine Seife benutzen. Also es ist eher ein Abkühlungsort, eine Oase der Erfrischung. Aber es wird halt einfach super heiß heute. Also auf jeden Fall belastender Umstand, dass es auf dem Happiness keine richtigen Duschen gibt, kann man schon mal so sagen. Aber wir machen jetzt das Beste draus und dann schauen wir mal, wie wir den Tag gestalten. Heute Abend steht Kraftclub an, sehr spät, um 11:30, glaube ich, bis 1. Aber ich habe richtig, richtig Bock. Und ja, letzter Tag. Here we go. Wir haben Eis geschenkt bekommen. Boah. Ehrenvoll. Dein Dixi-Klo-Moment. Also aus irgendeinem Grund waren wir nicht die Einzigen, die auf die Idee kamen, heute zum Duschschauer zu gehen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Was sagt ihr dazu? Widrige Umstände einfach. Widrige Umstände, dieses Happiness-Situation. Was wird? Und als wir da so gewartet haben und den Jungs beim Rutschen zugeguckt haben, dachten Becky und ich uns irgendwann so,
Ja, warum eigentlich nicht? Machen wir das auch. Dann nutze ich das Duschen gleich so richtig. Ich hatte trotzdem mega Schiss und habe ungefähr 2 Minuten Überwindungszeit gebraucht, nur um dann trotzdem richtig dumm aufzukommen. Und ja, irgendwie hat es einfach nicht so gut funktioniert wie bei den anderen. Weil in der Zeit, wo ich gezögert habe, ist dann die Folie getrocknet. Und deswegen war das Rutschen nur so semi-satisfying. Wow. Sehr unbeeindruckend. Nachricht. Es ist nichts passiert. Ich bin nicht hingefallen oder irgendwas. Ich habe einfach so Knieschmerzen, dass ich humple. Belastende Situation, weil ich dringend eigentlich bei Kraftclub in Moshpit wollte. Ich war jetzt zum ersten Mal in meinem Leben bei den Sanitätern, zumindest für mich selber. Mit Leder war ich schon oft für sie bei den Sanitätern. Und die haben mir so ein Kühlding gegeben und ein bisschen Voltaren und aufs Knie geschmiert und so einen Verband rumgemacht und mir geraten, mein Bein hochzulegen, was ich gerade tue. Aber noch ein Update, es gibt gerade eine Evakuierung. Ein Gewitter zieht auf, es wurde der Festivalbetrieb unterbrochen und alle sollen jetzt zu ihren Autos, insofern sie Autos haben. Wir müssen den Campingplatz räumen. Ja, und also Sicherheitsmaßnahme ist natürlich angebracht, I guess. Ich bin jetzt schon ein bisschen überfordert, weil ich echt Schmerzen habe beim Laufen. Gar keinen Bock habe, jetzt bis ans andere Ende zum Parkplatz zu laufen, aber wird mir tatsächlich nichts anderes übrig bleiben. Wir haben zum Glück schon vorne unsere Pavillons abgebaut und ja, schauen wir mal, wie die Evakuierung läuft. Immer wieder gut, kann ich euch auch hierüber mein Update geben. Es bleibt spannend. Hallo Lena! Hallo? Wie ist denn für dich die Situation? Wie empfinden Sie das gerade? Habe ich ein bisschen Sorge, weil wir so Situationen schon mal erlebt haben. Aber trotzdem gehen wir das jetzt entspannt an, nehmen das Wichtigste mit ins Auto und dann gucken wir, was wird. Was wird? Festivalpackliste Evakuierung. Was packen wir ein, Lena? Ich hätte letztes Mal meinen Schlafsack dabei, es war gar nicht so eine dumme Entscheidung. Wichtig, Personalausweis, ja. Also Wertsachen. Generell, alles, was nicht kaputt gehen sollte oder geklaut werden sollte, I guess. Aber das habe ich eh immer dabei, Festivals. Ja, mein Regenponcho, den hatte ich auch schon dabei. Und eigentlich halt auch wirklich die Wasser. Gummistiefel. Scheiße, ja, ich ziehe jetzt meine Gummistiefel an. Oh, gar keinen Bock, aber ja. Nee, können sie auch einfach mitnehmen, ne? Ja, muss ich halt tragen, aber ja, I guess. Und noch ein... Wasser. Auf jeden Fall Wasser und was zu essen. Ja, und alles, was man wirklich zum Schlafen auch braucht. Also, keine Ahnung, Kontaktlinsenflüssigkeit. Medikamente, wenn ihr Medikamente nehmen müsst. Powerbank am besten, dass ihr Leute erreichen könnt. Also, es ist so ein Survival-Kit. Es hört sich jetzt doof an, aber. Hallo! Ja, also gerade sind wir alle super entspannt, weil es halt auch nicht schlimm aussieht, aber die werden nicht ohne Grund evakuiert. Deswegen werden wir uns jetzt mal auf den Weg machen. Also, dann lasst die Lage ernst nehmen. Ich glaube, ich habe noch nie so
logistisch wertvoll und zukunftsvorausschauend in meine Tasche gepackt. Es wird gerade ziemlich dunkel. Unwetter, nicht richtig. Sie wissen alle Bescheid? Wir wissen alle. Es wird gerade ziemlich dunkel. Die Leute bauen alle aber ziemlich diszipliniert ihre Zelte ab. Wir wurden auch ziemlich früh evakuiert, was voll gut ist, was nicht selbstverständlich ist. Und es laufen überall Securities rum und sagen nochmal allen Leuten Bescheid. Ja, Lena ist noch am Flirten. Lena! Ja, sie hat mich. Kommst du bitte? Oh, Jesus, bitte nicht mehr ins Ohr schreien. Wir lassen gleich Linda zurück. Nein! Niemals! Keiner wird zurücklassen. Oh. Außer der Bad Moms Shay und Kraftkampf aufgewählt. Jetzt, also. Ja, es kann sehr gut sein, dass du jetzt nichts mehr mit Kraftkampf bist heute. Aber. Wenigstens was. Aber so. Bisher war es sehr nice der Tag heute, oder? Ja, wie war es beim Sani-Zelt? War gut im Sani-Zelt, war sehr gemütlich. Ich weiß nicht, wen er da so oft ist. Sind alle voll entspannt. Voltaren bekommen. Snacks? Nee, habe ich nicht gebraucht. Bestimmt hätte ich Snacks bekommen, wenn ich irgendwie jetzt, wenn's mir jetzt nicht so gut gegangen wäre. Da ist sie, ja. Ja, sehr gut. Da läuft Lena gut. Ist da. It's time to go. Ich habe ein bisschen Connection gemacht. Ja, Lena. Ja. Genetwork nennt man das heutzutage, also mhm. So nennen das Heteros heutzutage. Ja, ich auch. Habt ihr euch eigentlich connected? Habt ihr nochmal ausgetragen? Ja! Unsere typischen Dosis. Falls ihr freie Plätze im Auto habt, schaltet den Warnblinker ein. Um anderen zu signalisieren, dass ihr noch Platz habt. Geil, der chillt unten. Zu Hause unglaublich erreichbar ist. Geht dahin. Doch ein paar Freunde mit. Oh. Diejenigen, die noch keinen Platz gefunden haben, können den Sammelplatz aufsuchen. Turnhalle in Schwann. Ist das Gewitter, was mir da gefunden hat? Euer Zelt bietet keinen ausreichenden Schutz. Bleibt ruhig und folgt den Anweisungen des Sicherheitspersonals. Wir halten euch auf dem Laufenden und sehen uns nach der Pause. Euer Happiness-Team. Oh. Was soll man dazu noch sagen, gell? Wir sind nicht falsch, Lena! Doch! Nee! Don't trust the man! Alter! Ich hab genau dieses Festival, habe ich meine wasserfeste Mascara vergessen. Und ich hab immer wasserfeste Mascara. Das hat nichts mit der Mascara. Ja, das ist doch der eine, aber der ist auch nicht wasserfest. Ja, wir sind gleich im Auto. Wir hatten übrigens noch einen Special Guest im Gepäck, den Marco. Den hat Lena nachmittags aufgegabelt, als der nach einer Schlafmöglichkeit gesucht hat, weil sein Camp und seine Freunde irgendwie schon abgereist sind. Und plötzlich befand er sich mit uns mitten in der Evakuierung. Aber er hat sich ganz gut geschlagen und wir haben uns gut um ihn gekümmert. Es könnte ich schlimmer treffen als mit uns. Ja, ich glaube auch. Aber zensieren. Ja. Wir sind jetzt ein Team. Wir sind jetzt hier eine Familie für heute. Eine Crew. Ja. Alles für die Crew. Alles für die Gang. Ich habe auch noch nicht ganz aufgegeben, dass Krabbe noch spielt. Also wenn Skirter vorbeizieht, die wären auch safe auch bereit, irgendwie eine halbe Stunde später anzufangen. Es kommt nicht auf der Kamera raus, wie dunkel es gerade in Real Life da hinten aussieht. Warte mal, kann ich das dunkler stellen? Schau mal, wie die Stimmung ist einfach auf der Ich zieh gerade hier die Beleuchtung mal so runter, wie es in Real Life aussieht. So ungefähr. Ja. Oder? Kommt hin. Ja. Und Sonne geht, glaube ich, um 9:30 unter. Wir haben jetzt erst. Oh, wir haben 9:30. Was ist das? Hey, never mind, dann ist einfach gerade. Wird es auch dunkler, wenn die Sonne untergeht. Also dann mach ich mir noch weniger Sorgen. Ich habe es noch nie so heftig blitzen sehen, ohne. Gewitter oder also ohne Donner. Boah, da hinten sieht man jetzt, wie der Regen runterkommt. Geil, wie der Typ da hinten auf seinem Auto feiert. Das
Blitzt auch überall um uns rum. Das ist voll krass. Ja, so ringsrum. Ja, als ob wir so eingeschlossen sind von Gewitter. Ja, das war bestimmt der Grund, warum wir abgesagt haben. Darf ich schnell dein Internet ja. für einen Song in diesem Moment perfekt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kein Knast mehr. Wir grillen auf den Gefängnisgittern. Schmecken Äpfel so wie Äpfel. Ja, könnt ihr erwarten? Was nice for a minute. Nee, ist mir egal. Ja. Ja. Nein, hier gibt's auch nicht mehr, das ist so gut. Wirklich. Ich frage mich immer mehr, wo ich hier bin. Auf dem motherfucking Festival, klar. Tja, und dann haben wir 2 Stunden lang im Auto gechillt. Wir haben die Laune ganz gut hochgehalten mit Musik und Snacks und so. Aber wir haben auch nach und nach recht vielversprechende Updates vom Happiness-Team bekommen. Und dann tatsächlich um 12 Uhr war es dann soweit. Das Unfassbare, oh mein Gott, das ist hell. Das Unfassbare ist passiert. Wir dürfen wieder zurück auf den Campingplatz und Kraftclub spielen. Angeblich jetzt endlich dort tatsächlich noch ein Set. Wir sehen uns gleich vor der Bühne, das wird krass. Alter, ist es voll. Holy fuck. Lena, wo sind wir hier? Sind wir hier gelandet? Wir sind irgendwo in einem Verschlag unter einem Stand. Wir sind unter dem Stand, wo ich meinen überteuerten Cocktail für 7,50 € gekauft habe. Hier ist relativ wasserdicht. Ist relativ, alle Unterstände sind voll. Wir sind nicht die Einzigen, die hier unten sitzen. Nee, aber die Einzigen, die hier so eingeklemmt sind. Schauen wir mal, was wird. Es ist wild. Wir mögen es, wenn es wild ist. Aber es gibt so ein paar Grundregeln, die uns sehr wichtig sind. Wenn bei so einem Moshpit irgendjemand zu Boden geht oder auch sonst irgendwo, dann hebt euch gegenseitig auf. Hebt euch hoch. Ja, und dann hat Kraftclub einfach ein super fettes Konzert gespielt. Es hat die meiste Zeit wirklich krass geregnet, aber das war egal. Wir waren einfach alle mega happy, dass nach diesem stressigen Abend wir doch noch ein Konzert genießen durften. Und dadurch, dass auch wirklich nur noch der harte Kern da war, war einfach gute Stimmung. Kraftclub haben dann noch Bad Moms Jay und Provinz auf die Bühne geholt, weil die ja auch ihr Set zum Teil verpasst hatten durch die Evakuierung. Und dann kam mein absoluter Lieblings-Kraftclub-Moment auf jedem Konzert und auch hier wieder. Der nie auf einem Album drauf war oder irgendwie eine fette Streaming-Single war oder geschweige denn irgendwie ein Radiosong oder so. Und trotzdem passiert sein Lieblingsspiel auf magische Weise immer an dieser Stelle das hier. Und das ist für uns auch immer so ein Zeichen, dass wir nach der Zeit immer noch das sind, wofür wir uns selber halten und auch der Grund, warum wir heute auf jeden Fall hier spielen wollten, scheißegal, ob wir die Lichtshow haben oder nicht. Der Grund, weil wir uns selber dafür halten, einfach in allererster Linie eine Liveband zu sein. Und deswegen bedeutet es uns sehr viel, dass dieser Song, den wir eigentlich immer nur auf Live-Konzerten gespielt haben, sich so transportiert. Vielen, vielen Dank, Happiness Festival, dass ihr nochmal wiedergekommen seid. Ja, und dann war auch schon Abreisetag. Ich habe wirklich nichts mehr geschafft zu filmen, außer wie ich mit den allerletzten Kräften meinen Bollerwagen nach Hause gezogen habe. Ich war wirklich komplett am Arsch. Aber ja, ich kann nur sagen, ich hatte so eine gute Zeit. Nicht nur auf dem Festival generell und auch einfach mit so vielen Freunden, sondern schon auch mit der Tatsache, dass ich wieder Videos gedreht habe. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß jetzt beim Video schauen, wie ich beim Drehen und beim Schneiden. Und ich bin super gespannt auf euer Feedback. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald hier wiedersehen für ein neues Video. Bis bald!